ich räume gerne an dieser Stelle mit dem Wort privat auf, weil private Universität im Gegensatz zu staatlicher suggeriert, dass da die staatlichen sind, die gemeinnützig arbeiten und mit den privaten wird Geld verdient. Für die allermeisten Universitäten in nicht staatlicher, also in privater Trägerschaft, gilt das nicht. Die sind, genauso wie die Uni Wittenherdecke, gemeinnützig. Mit anderen Worten, wir verdienen keinen einzigen Euro mit der Bildung und mit unseren Studiengängen und mit unserer Forschung, sondern wir arbeiten genauso wie die staatlichen für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft, für unsere deutsche Zivilgesellschaft. Und das tun wir mit allen Kräften hier in Witten. Sie kommen als Studentin, als Student in Witten in eine kleine, enorm intensive Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden, die in hochkonzentrierten Studiengängen nicht nur Wissen vermittelt, diese Universität, sondern die vor allen Dingen ein Anliegen hat. Sie möchte, dass Sie sich zu einer gestaltungsfreudigen Persönlichkeit entwickeln können. Und dafür spannen wir den Raum auf. Und das tun wir in einer Intensität, wie es eine ganz große Universität mit 10, 20, 30.000 Studierenden nur bedingt kann. Wir haben kleinere Räume, wir haben keine Vorlesungen oder fast keine Vorlesungen, sondern wir vermitteln das, was man braucht, um im Leben beruflich und persönlich erfolgreich zu werden, in kleinen Kontexten, in Seminaren, im Diskurs, im Streit, in der reibungsintensiven Auseinandersetzung im Seminar. Ganz wichtiger zentraler Punkt in unseren Auswahlgesprächen, die wir mit allen Studierenden führen. Wir nehmen hier niemanden auf, den wir nicht vorab kennenlernen, die wir nicht vorab kennenlernen. Verbieten wir, über Geld zu sprechen. Mit anderen Worten, der finanzielle, wirtschaftliche Hintergrund muss ausgespart bleiben. Wir wollen ausschließlich aufgrund der Motivation, des Talents, des Willens, so ein Studium bei uns aufzunehmen, auswählen. Und nicht aufgrund der Geldbörse der Eltern, der Großeltern oder der Patentanten.